Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Ihr seht, ich habe mein Tonbeutelchen dabei. Das heißt, es geht auf die Reise. Wir machen einen kleinen Vlog. Und zwar, um das zusammenzufassen, es geht heute mit dem Hausboot nach Mexiko. Ist jetzt schon ein harter Clickbait, oder? Wenn ihr Bock drauf habt zu sehen, was das wird, dann bleibt einfach dran. Zack, Freunde, die letzten Sachen habe ich jetzt auch eingepackt. Hier ist meine gusseiserne Pfanne drin, denn so ein kleiner Ausflug erfordert auch eine Menge an Vorbereitung. Ich habe schon das halbe Auto voll mit Klamotten, die ich noch mitnehmen will. Denn, ganz kurz zur Geschichte, mein lieber Kumpel Ronny aus der Gartenbox, wenn er heute mich angerufen hat, gesagt, Dicker, wir haben uns schon ewig nicht mehr gesehen. Wie sieht's mal aus mit einem Bierchen und was zu essen? Generell habe ich gesagt, Ronny, ich bin immer für dich da, aber Termine finden ist immer schwierig bei uns, zeitlich das hinzukriegen, dass das alles passt. Ah, Katastrophe. Er sagte, ich mach's dir ein bisschen einfacher. Wie sieht's denn aus mit aufs Hausboot? Du brauchst mal eine Auszeit. Da hat er mich so ein bisschen gekriegt, denn Wasser habe ich dieses Jahr in Deutschland noch nicht gesehen. Und so ein Hausboot mir mal anzugucken, auch in Vorbereitung auf unser Hausboot, beziehungsweise auf das Hausboot von meinem Kumpel Tarkin, was er sich gerade baut, was immer noch nicht fertig geworden ist, ich halte euch da auf dem Laufenden, dachte ich mir, ein Besuch auf dem Hausboot und so ein wunderschöner Tag auf dem Wasser mit ordentlich was grillen, ist eine geile Idee. Also, passend zu den sommerlichen Temperaturen, die wir heute noch haben, dachte ich mir, geht's nach Mexiko, also machen wir mal ein kleines Mexikanisches. Aber jetzt geht's erstmal los zu Ronny in die Gartenbox, den holen wir jetzt erstmal ab und dann geht's aufs Boot. So, alle drin? Ja, ich bin ready. Okay, los geht's. Und zack, wir sind angekommen. Knappe Stunde Fahrt, tatsächlich, aber die nehme ich gerne auf mich, weil wir sind jetzt in meinem Lieblingsgrillladen, in der Gartenbox Bernau. Und jetzt gehen wir mal rein und suchen mal den Ronny. Ja, Bobby! Ja, ich wollte gerade sagen, der liegt eigentlich wieder irgendwo rum. Meistens arbeitet er ja nicht. Moin! Oh, schön, schön, dass wir wieder hier sind. Ja. Und danke für die Einladung quasi. Hausboot war das Thema, ne? Jo. Auszeit? Wir machen eine Auszeit? Wir machen eine kleine Hausboot-Auszeit. Hausboot-Auszeit. Ich trinke erstmal einen Kaffee und dann packen wir noch ein. Ich sehe schon, hier ist ordentlich Vorbereitung da. Ein Grill kommt noch mit. Also wird auf jeden Fall gegrillt. Jetzt Kaffee trinken und dann aufs Hausboot. Ja, Kaffee ist drin im Körper. Vielen Dank dafür. Bier wäre mir lieber gewesen. Kriegst du später. Ja, kommt später noch. So, Auto ist auch beladen. Wir zonen jetzt noch fest und dann geht's los, oder? Wir haben noch ein bisschen Fahrt vor uns, wa? Jo. Was haben wir? Eine halbe Stunde? 30, 40 Minuten fahren wir hoch. Aber wir kicken mal. Ja, so, zack, wir sind angekommen im wunderschönen Oranienburg an der Steganlage Bernöwe. Mario ist auch am Start. Ja, Prost. Ja. Gibt erstmal ein Bierchen. Mario erklärt uns noch ein bisschen, wie das hier alles funktioniert. Mal eine kurze Einweisung und so. Und dann, da stehen die Dinger. Hausboot auszeitberlin.de. Gerne mal auschecken. Ich schreibe euch das aber halt unten in die Box mit drin. Ne? Ihr wisst Bescheid. Wir gehen dann gleich mal rauf und dann kicken wir uns das mal an. Machen wir Roomtour. Roomtour. So, zack, Prost. Mario trinkt nicht. Kick mal hier. Das sind richtig schicke, kleine Boote. Vier Personen. Ist richtig? Richtig, vier Personen. Vier Personen. Da ist ordentlich Platz, aber ich zeige euch das gleich nochmal von drin. Aber so ist erstmal, eigentlich können wir auch hier bleiben. Wir können hier bleiben, definitiv. Ja, immer noch ein paar Bierchen auf und dann bleiben wir hier. Ne, wir fahren jetzt mal raus und dann zeige ich euch den Rest und dann wird auch noch ein bisschen was vergrillt heute. Ich habe gesagt, es geht nach Mexiko. Mexiko? Fajitas. Fajitas werden wir machen. Also, komm, mit. So, zwei Minuten an Bord und ich bin schon der Captain, glaube ich. Also. Ja, Leinen los, Freunde. Ahoi. Hier, geht los. Dominik. Na, zack, Freunde, das ist wirklich herrlich. Wir sind jetzt 20 Minuten auf dem Wasser und ich bin total entschleunigt. Ne? Also das kann man wirklich mal machen. Wir haben uns jetzt eine schicke kleine Ankerstelle gesucht. Und jetzt kommt die Roomtour. Ihr seht hier vorne das erste große Sonnendeck. Das ganze Ding hat hier 9 Meter Länge und 3 Meter Breite circa. Also ein schnuckliges kleines Maß letztendlich und auch noch handelbar. Das finde ich sehr gut, weil ist ja auch für Otto Normalbürger einfach zu fahren. Ne? Der Grill steht jetzt auch schon hier, der heizt gerade auf. Wir werden nämlich noch lecker essen und jetzt kommt mal mit rein. Hier vorne gleich der Führerstand. Hier fühle ich mich eigentlich schon am wohlsten. Ne? Lässt sich auch ganz gut handeln. Ich habe das hier schon mal ein bisschen probiert heute. Ist alles ein bisschen langsamer als im Auto, aber ich finde, für den ersten Versuch bin ich schon ganz gut gefahren. Und parken ging ja auch. Ich hatte da ein bisschen Hilfe von Domi, aber die will immer nicht ins Video. Ah, ja, ja, aber es hat funktioniert. Sehr, sehr gut. Also hier Führerstand, alles sehr schick. Hier auf der Seite haben wir eine große Sitzecke mit einem Tisch. Ihr könnt das auch runterklappen und dann haben wir hier ein Zwei-Personen-Bett, wa? Richtig. Also ein richtig großes Bett für zwei Leute, eine ordentliche Küche, Kühlschrank ist drin, Stauraum ist drin, Waschbecken, zwei Brenner für ein bisschen was zu kochen. Vielleicht nutzen wir das heute auch noch oder wir machen alles auf dem Grill. Auf der Seite habt ihr hier quasi die Kinderbetten, wobei ich schlafe sehr gerne in sowas. Ne? Also eins von den Betten würde mir gehören, wenn wir hier noch ein paar Tage machen würden. Aber ich glaube, naja, vielleicht, Ronny, wenn wir noch ein bisschen tanken, dann geht da auch noch einer ins Bett. Ne? Verlängertes Wochenende. Ja, verlängertes Wochenende. So, und hier hinten geht es dann raus, zack. Zweite kleine Terrasse,
mit Leiter nach oben. Das Deck ist tatsächlich begehbar, also ihr könnt da drauf liegen. Möbel stellen dürft ihr nicht, aber drauf liegen oben als Sonnendeck. Also das da oben ist fast so groß wie das Sonnendeck vom Traumschiff. Der eine oder andere ältere Zuschauer erinnert sich noch daran. Und hier haben wir auch noch einen Feuchtraum. Guck mal, zack, mit allem, was ihr braucht. Guck mal, kleines Toilettchen, Waschbäckchen. Film mal rein da vorsichtig, ne? Zack, ein Spiegelchen und ein Fenster. Also alles dabei, was man eigentlich benötigt, um hier ein paar schöne Tage auf dem Boot zu verbringen. Ich glaube, ihr könntet auch wochenweise mieten oder nur tageweise oder auch wochenweise? Wochenweise. Wir mieten wochenweise, Freunde. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass eine Woche auf dem Ding hier ordentlich Spaß macht. Und ich denke, das werden wir, wenn wir es schaffen, dieses Jahr auch nochmal einpflegen, glaube ich. Also wie gesagt, 20 Minuten auf dem Wasser und ich bin so tiefenentspannt. Zwei Bierchen und das Leben ist schön, oder? Jetzt müssen wir nur noch was grillen. Also, Mexiko. Ich habe euch gesagt, das geht nach Mexiko. Also wir werden schöne Fajitas grillen. Ein bisschen Flanksteak aufschneiden, in die Fajitas rein mit Käse. Mit vier Dips, die wir dabei haben. Ich habe einmal dabei die weltbeste Sour Cream. Freunde, habe ich euch schon gezeigt. Video verlinke ich euch nochmal hier oben. Dann haben wir Guacamole dabei oder mein Avocado-Dip. Da bitte auch mal hier auf den Link klicken. Das ist tatsächlich das erste Video, was ich jemals gemacht habe. Bobbys Guacamole. Müsst ihr unbedingt mal auschecken. Ist so ein bisschen cringe, weil schon... Ich glaube, 6-7 Jahre her ist, aber zieht es euch einfach mal rein. Und wir werden heute noch dazu machen, so einen geilen mexikanischen Bodendip und so eine Hot Tomato Salsa, wa? Mit ein bisschen Chili, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch. Wird geil. Wir starten einfach mal durch. Ronny sagte gerade heute unter erschwerten Bedingungen, aber ich finde, die Kulisse ist doch sensationell zum Grillen, oder? Prost, auf dich. Hausboot, Freunde. Auszeit. Auf euch. Also, Bierchen ist schon da. Wir starten durch heute mit diesem Bodendip oder diesem Bodensößchen, diesem mexikanischen. Ganz, ganz wenig Zutaten, ganz einfach gemacht. Wir brauchen eine rote Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, etwas Limette, dann die Kidneybohnen aus der Dose. Wir brauchen ein bisschen gutes Olivenöl, ein bisschen Berliner Schnauze, Graf Koks und das wart eigentlich auch schon. Das machen wir jetzt in Steps. Wir müssen erstmal bitte eine Zwiebel und ein bisschen Knoblauch. Hier, haut das mal rein und zieht immer durch. Und zwischendurch schon mal die Pfanne auf den Grill, mal ein bisschen Hitze nehmen lassen. Einfach Rinder und dann, na komm, zieh an das Moppel. Ja? Das Gute an den Geräten von Gefu ist, wir arbeiten ohne Strom. Also fürs Hausbrot auch perfekt eigentlich, oder? Ein paar Mal gezogen und dann ist das auch schon klein. Hm? Hat er super gemacht. Guck mal, ganz schnell klein, das jetzt raus und das auf der Pfanne. Also ein bisschen Olivenöl rauf, kurz noch Hitze nehmen lassen und dann geht das auch schon los. Und ihr seht ja, wir grillen heute auf dem Porterchef von Bräuking. Der bringt auch ordentlich Hitze. Der Grill ist jetzt nicht standardmäßig an Bord, aber den könnt ihr mieten, wa? Den kann man mieten. Also ihr könnt bei eurer Buchung quasi gleich sagen, ihr möchtet einen Grill haben und dann kriegt ihr auch einen Grill an Bord. So wie wir hier heute. So, der hat jetzt auch schon Hitze gemacht hier. Und jetzt einfach mal kurz Zwiebeln und Knoblauch angläsern. Alle drin da. Wunderschön. Und während ich mich um die Zwiebeln und den Knoblauch kümmere, kümmert sich Ronny um die Bohnen. Wir müssen jetzt das gleiche nochmal machen mit den Bohnen. Also Messer wieder rein und Bohnen schreddern. Kriegen wir hin. Wie fein willst du das haben? Ah, die können schon schön fein sein. Wir wollen ja so ein kleines Püree haben. Ne? Geht aber mit dem Ding ganz gut. Und, hast du fein gekriegt? Das sieht gut aus, Freunde. Und das jetzt auch dazu. Bitte nicht braun werden lassen von Zwiebeln und Knoblauch, sondern jetzt einfach aufgießen mit unserem Bohnenpüree. Also alle da schön mitnehmen. Ja. Und einrühren und ganz kurz etwas aufkochen lassen. Und Freunde, ich kriege gerade die ersten Regentropfen ab. Wir hatten heute Vormittag sehr viel Glück mit dem Wetter und jetzt kommt eine Regenwolke und es regnet. Wir müssen mal gucken, wie das hier weitergeht. Aber ich rühre erstmal. Seht ihr das? Ich muss wirklich ein bisschen schneller machen jetzt, Freunde. Ein bisschen Limettensaft dazu. Ja. Zack, für die Frische. Und dann würzen mit Berliner Schnauze und Graf Koks. Erstmal grob und dann schmecken wir nochmal ab. Wollt ihr das Kit schon bei oder was? Nö. Richtig Outdoor-Living hier heute. Mit nass. So, wir probieren jetzt mal kurz. Bodenpüree ist fertig. Schnell mal rein und vom Regen weg. So, zack, Freunde. Ja, wir hatten die Hoffnung, dass es ein bisschen sonniger wird wieder, aber es hat sich leider zugezogen und es regnet jetzt dauerhaft. Danke, Conny. Bitte. Danke. Also, das erste Mal, glaube ich, in dieser Kulisse, wir arbeiten sitzend heute. Hier drin. Ich hoffe, das geht mit dem Ton, oder? Aber das macht nichts. Wir lassen uns den Tag nicht versauen. Und in diesem Hausboot, haben wir gerade festgestellt, ist auch regengeil eigentlich. Wir packen nachher noch ein Uno-Spiel aus und Mensch, ärgere dich nicht. Und dann schmeiße ich Ronny nochmal über Bord wegen der Nummer hier heute und dann läuft das eigentlich, oder? Die schmeiße ich hinterher.
sehr gut. Wir machen jetzt nochmal die Hot Tomato Salsa. Ganz kurz zu den Zutaten. Wir haben hier ein bisschen Limette, ordentlich Chili, Zwiebel, Tomate, dann haben wir ein bisschen Basilikum, Knoblauch und wie heißt das Zeug hier? Das ist das Mexikanische. Majoran? Nee. Majoran war es nicht. Koriander. Koriander war es. Koriander, Freunde. Ein bisschen Olivenöl, dann haben wir hier Hello Mexico, das sollte schon passen. Berliner Schnauze, Graf Koks und noch ein Fuji. Prost. Hausboot Rock. Und damit machen wir jetzt die mexikanische Salsa. Wir haben unsere Bohnen schon fertig. Also einfach kleinschneiden. Ich brauche ein bisschen Tomatchen hier. Reicht so. Fangen wir schon mal mit der Zwiebel kurz an. Mal gucken, ob die in der Größe. Ne, musst du auch einmal schneiden, bitte. Ja, gibst mir das alles an, schneidest mir nicht die Finger ab. Dann bin ich schon sehr glücklich. Hier brauchen wir auch nichts angrillen. Ihr könntet jetzt theoretisch auch nochmal die Zwiebel und den Knoblauch auf die Pfanne schmeißen. Bei dem Wetter, Freunde, nein. Wir hoffen, dass der Porterchef schafft das aber, oder? Na sicher. Es ist quasi ein Extremtest heute. Porterchef im Extremregen bringt er noch seine Leistung für unser Flanksteak nachher. Schafft er. Bringt er. Wir sind da zuversichtlich. Also erstmal alle klein machen und alle rein hier. Ja. So, die Hälfte ist schon drin. Wir haben uns jetzt für die rote Chili entschieden. Vor der gelben haben wir beide noch ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber es, beißen wir nicht mal ab. Wir probieren es erstmal mit der roten. Schon mal kurz vormischen, bevor wir den Rest reinschmeißen und der Tutti auch noch durchhält. Aber der Speedring regelt, Freunde, ihr wisst das. So, guck mal, der erste Grund ist schon drin. Jetzt können wir die restlichen Zutaten auch noch reinballern, oder? Machen wir das Grünzeug da rein. Ein bisschen Olivenöl dazu. Ja, Olivenöl schadet nie, Freunde. Etwas. Hello Mexico. Und schon mal ein bisschen vorwürzen, oder? Wir tasten uns daran heute. Genauso wie mit dem Chili. Schneidest du mir noch die Limette? Na, selbstverständlich. Wir brauchen den Saft einer halben Limette. Der sollte auch noch dazu. Zack. Und drauf Koks. Vielleicht gewöhne ich mich daran, im Sitzen zu arbeiten. Das alle nehmen, oder? Ja, kann man machen. So, da drin. Das. Deckel rauf. Weiter mischen. So, zu Ende gezogen. Guck mal, Freunde. Ah, das geht. Ganz, ganz schnell. Super easy. Jetzt müssen wir noch probieren, oder? Dann probieren wir hier. Tomato Hot Salsa. Oh. Super fruchtig. Koriander. Gute Schärfe. Ist auch, wir verzichten auf die gelbe. Definitiv. Ist geil. Ist kann gut. Man. Passt. Könnte als Dip für alles nehmen. So, ich hole jetzt noch die Sour Cream. Die Guacamole, den Käse, noch ein paar Zwiebeln und dann wird's. Dann nehmen wir mit Badehose raus. Es wird grillig. Wir gehen dann mit Badehose raus und grillen im Regen. Sehr schön, bis gleich. Und ich habe schon mal geschafft, dieses wunderschöne 800 Gramm Flanksteak auszupacken. Und Ronny sagte gerade, ja, warte mal ab, das Wetter wird besser, aber nee, hier wird nicht besser. Ah, die Sonne scheint denn wieder. Es ist wahrscheinlich der stärkste Regen seit gefühlt einem halben Jahr. Und jetzt fehlt nur noch, dass wir Schlagseite kriegen, absaufen oder abbrennen, oder? Aber wir schaffen es. Schafft der Bräuking heute noch mal? Ja, klar. Bräuking-Test im Starkregen, Freunde. Es ist schon unglaublich. Ronny, wird heller, ja? Ja, gleich kommt die Sonne raus. Ist alles in Ordnung. Ronny sagt, der Regenbogen kommt gleich. Es donnert, blitzt und regnet ganz, ganz doll. Und ich glaube nicht dran. Aber der Grill kriegt Temperatur. Wir werden grillen. Wir werden grillen. Wir essen gleich. Ronny, die Wetterfee. Gut, es hat wirklich ein bisschen nachgelassen zu regnen. Freunde, wir starten durch. Graf Koks aufs Flanksteak. Ihr könnt das jetzt vorher machen oder nachher. Das bleibt euch überlassen. Ich mache das immer so, wie es mir gerade taugt. Zack. Einmal Vorder-, einmal Rückseite. Guckt euch dieses geile Steak an. Also das müssen wir heute auf jeden Fall vergrillen. Ja. So, und jetzt, Ronny. Komm ran. Mal auf. Zack. Das wird was. Deckel zu. So, also kein Scheiß, Freunde. Der Porterchef kann was. Es riecht hier schon fantastisch. Guck mal. Einmal drehen, bitte. No, ich würde sagen, das geht, oder? Steakhouse Branding ist da. Andere Seite auch mal ordentlich abgrillen. Ich glaube, wir werden es von beiden Seiten jetzt mal ein bisschen flippen, damit wir außen ein bisschen Kruste dran haben, wa? Und dann aufschneiden und ruf auf die Fajita. Ich weiß immer nicht, wie das heißt. Schreibt mir mal jetzt mit unten in die Kommentare, wie dieses mexikanische Brot heißt. Ist irgendwo ein Hund? Schreibt mir mal jetzt bitte unten. Ich kann nicht mehr. Casadias heißt das übrigens. Casadias. Fachi. Casadias. Ne, so heißt es auch nicht. Schreibt mir mal jetzt bitte unten in die Kommentare, wie diese mexikanische Fladen heißt mit Käse drauf. Und wir machen einfach irgendwas heute. Also auf dem Hausboot grillen, macht schon Spaß.
Ja, der Regenbogen kommt gleich. Der Regenbogen kommt auch gleich, Bobby. Ja, der kommt gleich. Zieh die Badehose an. Und ich glaube, wir sind auch durch. Sieht gut aus, oder? Bring mal Bretter bitte. Oh, Brett bringen. Das ist ja geil. Zack. Oh ja, guckt euch das an. Oh, das geht, oder? Das geht. Aufschneiden und zwar klein, denn wir wollen ja Fajitas machen. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Wetter wird ja nicht besser, Freunde. Ne? Zack. Oh, sieht gut aus, oder? Sieht gut aus. Tranchen schneiden und dann klein machen. Also erstmal so durch und dann schreddern wir das Ganze. Hm? Aber zwischendurch nochmal probieren. Warte mal, komm Ronny. Jetzt musst du auch mal gucken, was die Rissen hast. Jetzt Mittag. Danke. Bitte schön. Hm? Auf das feuchte Hausboot, würde ich sagen. Mhm. Oh, ist geil. Mhm. Ist schon mal gut. Kann was. Mhm. So, und wenn wir uns jetzt kleine Streifen geschnitten haben, dann, wie gesagt, nochmal kleine Stücke abschneiden, damit wir es dann auch essbar haben. Ne? Also einfach so nochmal durchschreddern, das ganze Steak hier. Es wird richtig, richtig lecker. Guckt euch das an. Das ist unser Rohmaterial, Freunde. Und so geht es jetzt auf die Fajitas. Fladenbrot, rauf auf den Grill, Käse rauf. Ach so, und jetzt müssen wir schnell sein. Also hier Teigfladen, rauf auf den Grill. Dann habe ich hier Käse, Cheddar und Mozzarella gemischt, wie immer. Ihr kennt das, Freunde. Ja, und das möglichst ohne viel Regen. Oh, jetzt geht ordentlich was von unserem Steak rauf. Mmh. Oh, das sieht gut aus, oder? Das sieht gut aus. So, noch mehr Käse. Oh, Käse schadet nichts, Freunde. Käse schadet nichts. Und noch ein paar Lauchzwiebeln, ne? Für den extra Spirit. Und für die Farbe. Oh, guck mal. So, und jetzt Deckel rauf, also nochmal ein Stück Brot. Zack. Ruf da. Ah, festdrücken, Deckel zu, kurz warten. Und dann drehen. Geil. Und Ronny versucht einmal zu drehen. Komm bitte. Zack. Oh. Das sieht gut aus, oder? So muss das aussehen. Die Seite auch nochmal und dann wird die essen, glaube ich. Endlich. Und zack. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das jemals fertig kriegen. Aber Freunde, guckt euch das mal an. Oh. Sieht das geil aus? Ja, ich glaube, das sieht geil aus. So, einmal hinstellen. Machen wir mal schöne Pizzastücken, wa? Zack. Ja, mal gucken, wie wir es hier hinkriegen. Gehen wir so nochmal durch. Mmh, Fajitas, Freunde. Und ich würde sagen, greif zu, Ronny. Und dazu könnt ihr jetzt halt jeden Dip nehmen, den wir hier gemacht haben. Guacamole, Sour Cream, dann den Hot Tomato Dip und die Bohnen. Und das ist alles geil. Am besten wirklich fast alles zusammen machen. Das passt da wirklich alles rauf. Ne? Einfach mal einen Löffel durchschmeißen und alle ein bisschen mitnehmen. Der Geschmack vereinigt sich. Und das, Freunde, ist ein mexikanischer Traum bei Regen auf dem Hausboot. Hätte ich auch nie gedacht, dass wir das mal machen. Ja, noch was Neues, oder? Das ist sehr schön. So, Prost. Cheers. Rin. Oh. Der Hammer. Das ist geil, oder? Das ist geil. Und eigentlich ganz einfach. Also ohne Regen noch viel besser. Oh, das ist geil. Aber im Regen funktioniert es auch. Ja. Gute Nummer. Hm. Es fällt mir schwer zu tanzen im Sitzen. Da müssen wir noch dran arbeiten. Hm. Freunde, wenn euch dieses kleine Rezept gefallen hat, auch bei Regen, dann macht das nach, ballert Kommentare über ein Like und Abo, würde mich freuen. Facebook, ballert Instagram, ballert unseren Shop auschecken, ihr wisst Bescheid. Und vor allen Dingen, guckt mal hier bei hausbootauszeit-berlin.de vorbei. Richtig. Und wenn ihr Bock habt und aus Berlin-Brandenburg kommt, vielleicht, weil das passt, dann mietet euch doch mal so ein Hausboot, weil das ist geil, bei jedem Wetter eigentlich, oder? Bei Regen, bei Sonne, noch besser. Funktioniert. So, wir schlemmen jetzt noch ein bisschen weiter, Freunde, und die Mädels wollen auch noch was haben. Ich würde sagen, das waren Ronny und Bobby bei Starkregen aus dem Hausboot in Mexiko, wie auch immer. Wir sind draußen, wir sehen uns am Grill. Ja, und tatsächlich, die Wetterfee hatte recht, der Regen hat leicht nachgelassen. Aber ihr seht, es ist noch genug Feuchtigkeit da. Das macht uns aber gar nichts, weil Hausboot ist geil, oder? Ja. Cheers. Cheers auf euch. Und als kleine Nummer am Schluss, Secret-Sequenzen quasi, haben wir uns dazu entschieden, wir machen jetzt noch Schere, Stein, Papier. Einmal. Und der Verlierer springt, oder? Jo. Na komm. Schere, Stein, Papier.
Okay. Ronny springt. Oh gut. Das ist halt so. Ist er von oben auch schon nass. Komm, runter da. One, two, three. Sehr gut. Sehr gut. Der Mann kann was. Wir sehen uns am Grill.